Sehr geehrte Zuschauer, ich heiße Dilara Uygun und bin die Kuratorin dieser Ausstellung Stille Nächte, süße Printen, Bilder und Bräuche seit dem Biedermeier. Auf dieser Etage widmen wir uns den mythischen Gabenbringern Nikolaus, Weihnachtsmann und Christkind. Um Köstlichkeiten wie Bilder, Lebkuchen zu backen, benötigte man Gebäckmodel. Die Geschichte der deutschen Gebäckmodel beginnt im späten Mittelalter. Besonders beliebt waren religiöse und winterliche Motive. Dabei verschmolzen oftmals profane und christliche Symbole miteinander, die aber stets dem Zeitgeschmack entsprachen. Der heilige Nikolaus kam vor dem Fest zu den Kindern, lobte oder tadelte sie, beschenkte oder bestrafte sie. Im Mittelalter war er der einzige Gabenbringer, der die Kinder am 6. Dezember beschenkte. Im Zuge der Reformation wurde dann die Bedeutung der Heiligen und Gedenktage zurückgedrängt. Der heilige Nikolaus wurde in seiner Funktion als Gabenbringer vom Christkind, die Kombination aus heiliger Christ und Jesuskind, abgelöst. Der Nikolaus wird auf Gebäckmodeln in völlig zwei verschiedenen Bildtypen, wie Sie hier sehen, dargestellt. Auf dem rechten Gebäckmodel der Städtischen Sammlung um 1800 ist der Nikolaus als großer, prächtiger Bischof dargestellt. Im vollen Ornat, wie zu sehen ist, mit Mitra und Bischofsstab, das für ihn charakteristische Attribut der Nimbus fehlt. Aber wir haben hier ein sehr besonderes Detail. Zu seinen Füßen sehen Sie einen Bottich mit drei Kindern. Denn einer Legende nach soll der Nikolaus drei Jünglinge, die in einer abgelegenen Herberge von den Würzleuten unschuldig ermordet wurden und einen Bottich eingeprügelt wurden, durch seine Gebete wieder zum Leben erweckt haben. Dann haben wir hier eine zweite Variante der Darstellung. Der Nikolaus ist hier nicht mehr als Heiliger dargestellt. Alle Attribute einer Bischofsfigur fehlen. Wir haben hier ein Holzmodell und das dazugehörige kolorierte Marzipan. Die szenische Darstellung ist sehr aufwendig, spielerisch und detailreich dargestellt. Wir haben hier zwei verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, dass sich der Nikolaus auf seinen alljährlichen Besuch auf Erden vorbereitet. Das bedeutet, er befindet sich gerade in seiner himmlischen Vorratskammer, füllt die Körbe mit den Geschenken und Gaben, die sich auf den Regalen befinden, und hängt diese dann an seinen Lastesel, um sich auf die Reise ins Diesseits vorzubereiten. Die zweite Deutungsmöglichkeit wäre, dass sich der Nikolaus schon im Diesseits, also auf Erden, befindet. Er klettert die Leiter, die sich an der Wand, an einer Hauswand befindet, hoch, um die Körbe, die an den Fenstern der Kinder stehen, zu füllen. Die Interpretationsmöglichkeiten könnten noch weitergehen, aber wir belassen uns bei diesen beiden. Vielen herzlichen Dank.